Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Senator, lieber Hans Koppi, lieber John Sieber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend hier in der St. Matthäus-Kirche ganz herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Es freut mich sehr und es ist eine große Ehre, dass Sie, Frau Staatsministerin, heute bei uns sind und ein Grußwort sprechen werden. Wir sind der Stiftung St. Matthäus, Pfarrer Langbein, sehr dankbar, dass wir uns heute wieder einmal hier versammeln können, in guter Tradition. Meine Damen und Herren, die Installation, die Sie in der Mitte des Raumes sehen, gehört nicht zur Ausstellung, um das ganz deutlich zu sagen, nicht zur Ausstellung Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ich möchte dennoch ein bisschen Werbung dafür machen. Es ist eine Ausstellung, Teil der Ausstellung Holy Fluxus, die am Freitag, dem 9. Juli hier eröffnet werden wird und danach hier zu sehen ist. Eine andere Ausstellung. Meine Damen und Herren, es gibt eine lange Tradition der gemeinsamen Erinnerung von Bund und Land an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und ich freue mich sehr, dass diese Tradition durch die Teilnahme und das Grußwort des Senators für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt heute weitergeführt wird. Institutionell wird diese Tradition durch die gemeinsame Förderung der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand durch Land und Bund seit genau 30 Jahren deutlich. Seit September 1994 besteht die gemeinsam finanzierte Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Wir haben seither weitere Aufnahmen und auch immer wieder Projekte im Auftrag des Bundes übernommen. Dazu gehört auch das Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen und das die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Erfüllung eines Auftrags des Deutschen Bundestages und mit einer Finanzierung aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin in den letzten Jahren durchgeführt hat, nämlich die Ausstellung Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wir erinnern heute Abend damit an jene Frauen, die sich der Diktatur entgegenstellten, die mutig waren und die sich gegen Ideologie und Realität des nationalsozialistischen Staates gewehrt haben. Sie stehen heute im Mittelpunkt der Erinnerung und wir hoffen, dass wir nicht nur mit dieser Veranstaltung und dieser Ausstellung, sondern auch mit den anderen Ergebnissen aus dem Projekt dazu beitragen, den Auftrag des Deutschen Bundestages zu erfüllen, den Mut und die Taten der Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu würdigen. Meine Damen und Herren, es werden heute Frau Staatsministerin Claudia Roth und Senator Joe Chialo zu uns sprechen, bevor ich einige Erläuterungen zum heutigen Wissen über den Widerstand von Frauen gegen den Nationalsozialismus geben wird. Abschließend wird eine der Kuratorinnen, Frau Dr. Dagmar Lieske, Sie in die Ausstellung einführen. Im Anschluss daran besteht die Gelegenheit zur Besichtigung der Ausstellung in der Gedenkstätte. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit dieser Veranstaltung heute auf so großes Echo gestoßen sind. Wenn Sie allerdings alle nach dem Festakt zu uns auf unsere Sonderausstellungsfläche kommen, dann wären wir hoffnungslos überfüllt. Insofern und auch gerade in Anbetracht der herrschenden Temperaturen, dass ich jemals Anti-Werbung für mein eigenes Haus machen würde, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber in Anbetracht der herrschenden Temperaturen möchte ich darauf hinweisen, dass die Ausstellung bis Anfang November diesen Jahres zu sehen ist, dass wir auch Kuratorinnenführungen anbieten und auch andere Führungen durch die Ausstellung. Melden Sie sich bei uns. Insofern freuen wir uns auch, wenn Sie nicht heute Abend, sondern zu einem späteren Zeitpunkt die Ausstellung besuchen werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt diplomatisch genug formuliert. Die musikalische Umrahmung des Abends werden wieder Gudrun Heinsius an der Orgel und Lars Ranch an der Trompete übernehmen. Wir haben diese Musik ausgewählt, weil die Stücke zur Lebenswelt und zu den Motiven der Frauen passen, die wir in der Ausstellung zeigen. Und damit begrüße ich auch Sie alle noch einmal ganz herzlich und darf Sie, Frau Staatsministerin, ans Rednerpult bitten. Vielen Dank. Liebe Joe Chialo, sehr geehrter Professor Dr. Tuchel, sehr geehrter Herr Dr. Koppi, sehr geehrter Herr Sieber, liebes Ausstellungsteam, lieber Pastor Langbein, liebe Musikerinnen und lieber Musiker, liebe Demokratinnen und Demokraten. Vor 80 Jahren, am 1. Juli 1944, wurde Elisabeth von Thadden vom NS-Volksgerichtshof wegen, ich zitiere, Wehrkraftzersetzung und versuchten Hochverrats, Zitat, zum Tode verurteilt, danach ins KZ Ravensbrück verschleppt und am 8. September in Berlin-Plötzensee ermordet. Elisabeth von Thadden hatte weder die Wehrkraft zersetzt noch Hochverrat versucht. Aber sie hatte, wie außer ihr nur wenige Deutsche, Nein gesagt. Nein gesagt zur Diktatur, Nein gesagt zum Blutrausch und zum Menschenhass der Nationalsozialisten. Dieses Nein hat sie das Leben gekostet. Ihr Name ist nur noch wenigen bekannt. Elisabeth von Thadden ist vergessen, wie fast alle Frauen, die damals Widerstand geleistet haben, die heimlich Flugblätter verteilten, die Verfolgten halfen oder sogar bewaffnet gegen die Nationalsozialisten und ihren Terror kämpften. Sie alle haben ihr Leben riskiert und in vielen Fällen ihr Leben verloren. Sie haben ihre Freiheit gefährdet, auch die ihrer Familien. Sie alle haben Nein gesagt und damit ihre Existenz aufs Spiel gesetzt. Es hat lange, zu lange gedauert, bis nicht nur die deutsche Widerstandsforschung, sondern auch Politik und Gesellschaft sich an diese Frauen erinnert haben. Im Juni 2019 würdigte der Deutsche Bundestag in einem Beschluss ausdrücklich den Mut und die Leistungen der Frauen im Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur. Zugleich beschloss das Parlament, ein Projekt der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zur weiteren Erforschung des Themas Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu unterstützen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute die Ergebnisse dieses Projektes der Öffentlichkeit vorstellen können. Diese Ausstellung, sie zeigt uns, dass die Aufarbeitung, die Forschung und die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und den wenigen, die sich ihm aktiv entgegenstellten, nicht abgeschlossen sind, dass sie überhaupt nicht abzuschließen sind. Denn jede Zeit, jede Generation stellt ihre eigenen Fragen an die Geschichte. Auch wenn diese Würdigung für die in der Ausstellung dargestellten Frauen zu spät kommt, sie ist wichtig für ihre Familien. Erst gestern habe ich in einem Haftort vieler Frauen aus Deutschland und den besetzten Ländern Europas erlebt. Ich habe ihn besucht, und zwar die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus. Dort traf ich die Familien mehrerer Widerstandskämpferinnen, die aus ganz unterschiedlichen, verschiedenen Ländern extra angereist waren, darunter die Familie von Traute Lafrenz, Mitglied der Weißen Rose. Die Frauen des Widerstands haben für ihr Engagement einen hohen, einen sehr hohen Preis bezahlt. Sie haben Menschenleben gerettet, haben gezeigt, dass nicht alle Deutschen dem menschenverachtenden Terrorregime der Nationalsozialisten gedient und sich ihm untergeordnet haben. Die Frauen, sie haben sich Handlungsspielräume erkämpft, um dieses Regime zu untergraben und seine Herrschaft zu verkürzen. Und wie viel einfacher ist es doch, sich unter den Bedingungen einer Demokratie für den Erhalt der Demokratie einzusetzen, als sich in einer Diktatur dem Unrecht entgegenzustellen. Die Frauen des Widerstands geben uns auf, unseren Handlungsspielraum hier und heute zu nutzen, um die Demokratie zu beschützen, zu verteidigen und zu erhalten. Und das macht die Erinnerung an sie so unentbehrlich. Sie ist heute wichtiger denn je, denn die Demokratie, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, ist nicht immun. Und sie ist heute so bedroht wie kaum jemals zuvor. Überall ergreifen die Menschenfeinde das Wort. Die einzige Sprache, die sie sprechen und die sie verstehen, ist die Sprache des Hasses. Wir müssen dieser Sprache mit allen Kräften widerstehen. Hass und Verachtung sind die natürlichen Feinde der Demokratie. Wo sie den politischen Diskurs bestimmen, stirbt die Demokratie. Und genau das ist das Ziel der Demokratiefeinde und Rechtsstaatsverächter. Die Zerstörung unserer Demokratie und die Spaltung unserer Gesellschaft mit entgrenzter Sprache, mit Angriffen auf demokratische Institutionen, mit Relativierung und Entsorgung unserer Geschichte. Und noch einmal, genau das macht die Ausstellung so wichtig und so bedeutend. Die Frauen, an die wir heute erinnern, haben sich einem menschenverachtenden System nicht gebeugt. Sie haben dem Hass widerstanden. Aber wie konnten sie jemals vergessen werden? Weil sie auch Zeit ihres Lebens nie im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden hatten. Frauen wurden in der nationalsozialistischen Ideologie auf ihre Rolle als Mutter, als Hausfrau festgelegt. Sie sollten sich von der Politik fernhalten, Kinder gebären, aufziehen und für die Familie sorgen. Führungspositionen in Staat, in Partei, in Wirtschaft und Gesellschaft blieben den Männern vorbehalten. Die dominanten Geschlechterrollenvorstellungen des Nationalsozialismus bestimmten den öffentlichen Handlungsspielraum der widerständigen Frauen. Dieses Frauenbild ist aber auch in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit nicht sofort verschwunden. Viele Frauen, die während des Krieges gesellschaftliche Funktionen und Berufe der eingezogenen Männer übernommen hatten, wurden nach 1945 ins Private zurückgedrängt. Auch die Geschichtswissenschaft konzentrierte sich auf die männlichen Akteure. Die Widerstandshandlungen der Frauen, ihre Motive und die Konsequenzen ihres Verhaltens wurden ausgeblendet. Es wurde versäumt, die widerständigen Frauen nach 1945 zu befragen. Die weibliche Perspektive, sie fehlte. Das verwundert nicht wirklich, denn auch die Geschichtsschreibung selbst war lange Zeit männlich dominiert. Die Magdeburger Historikerin Prof. Dr. Eva Labouvier hat es so formuliert, ich zitiere: Viele Frauen haben Geschichte gemacht, aber keine geschrieben. Zitat. Im Jahr 1977 lag in der alten Bundesrepublik der Frauenanteil bei den Geschichtsprofessuren bei gerade mal 5%, 2017, also 40 Jahre später, immerhin bei 34%, ein langsamer Fortschritt. Frauen spielten als Akteurinnen in der Forschung über die Zeit des Nationalsozialismus lange eine sehr untergeordnete Rolle. Sie galten vielfach als kollektive Opfer einer nationalsozialistischen, von Männern dominierten Gesellschaft. Aber im Kontext der neuen Frauenbewegung entstanden vor allem in den 80er Jahren in der Bundesrepublik immer mehr Studien, die sich explizit der Situation von Frauen zwischen 1933 und 1945 widmeten. Erst in den 90er Jahren kam es zu einer Ausdifferenzierung der Forschung. Gefragt wurde jetzt stärker nach den individuellen Handlungsspielräumen von Frauen. Dadurch rückten zum einen auch Täterinnen in den Fokus. Ermöglicht wurde aber auch ein differenzierterer Blick auf die vielfältigen Formen des Widerstands von Frauen. Trotzdem sind bis heute, abgesehen von prominenten Beispielen wie Sophie Scholl oder Lieselotte Herrmann, nur die Namen weniger Frauen aus dem Widerstand bekannt. Auch der Kalte Krieg verhinderte lange Zeit die angemessene Würdigung des Widerstands von Frauen. Viele Frauen stammten aus sozialistisch oder kommunistisch geprägten Elternhäusern und engagierten sich in entsprechenden Jugendgruppen oder der KPD. Die westdeutsche Widerstandsforschung ignorierte diese Widerstandskämpferinnen weitestgehend oder es entstanden, wie im Falle des Widerstandsnetzwerkes Rote Kapelle, einseitige und diffamierende Sichtweisen auf ihre Handlungen. Auf der anderen Seite stand die starke Hervorhebung und Instrumentalisierung des kommunistischen Widerstands in der Erinnerungskultur der DDR, einer Würdigung von Frauen aus dem bürgerlichen oder aus dem christlichen Spektrum entgegen. Und nicht zuletzt betrachteten viele der Widerstandskämpferinnen ihr Handeln als selbstverständlich und begriffen es auch nach 1945 oft nicht als Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sie thematisierten ihr Handeln in der Nachkriegszeit oft nicht einmal privat, schon gar nicht im öffentlichen Raum. Eine der Frauen, die nach dem Krieg über ihre Rolle im Widerstand nach 1945 geschwiegen haben, war Elisabeth Schmitz. Sie engagierte sich in der evangelischen Kirche und schloss sich 1934 der Bekennenden Kirche an. 1935 forderte sie mit einer Denkschrift die Bekennende Kirche auf, gegen die zunehmende Entrechtung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden zu protestieren. Da sie nicht im nationalsozialistischen Sinne unterrichten wollte, ließ sich Elisabeth Schmitz 1939 mit 45 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Sie versteckte zeitweise jüdische Verfolgte in ihrer Wohnung und unterstützte sie finanziell und mit Lebensmittelkarten. Auch Margarete Sommer hat nach dem Krieg geschwiegen. Als gläubige Katholikin hatte sie sich geweigert, die 1933 von den Nationalsozialisten eingeführte Zwangssterilisation im Unterricht zu vermitteln. Sie wurde deshalb 1934 zur Kündigung gezwungen. In den folgenden Jahren war sie für das Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat Berlin tätig. Als Leiterin des Hilfswerks hatte sie seelische und materielle Hilfe für Jüdinnen und Juden organisiert, Hilfe, die aus katholischen Familien kam. Sie hatte Informationen über Deportationen gesammelt und Berichte über die Ermordungen in Ghettos und Lagern geschrieben. Und die Widerstandskämpferin Rose Schlösinger im Januar 1943 wegen Spionage zum Tode verurteilt und im August in Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil ermordet, ist wahrscheinlich nur deshalb nicht vergessen, weil der Schriftsteller und Dramatiker Rolf Hochhuth ihr 20 Jahre später in der Novelle Berliner Antigone ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Er hatte Rose Schlösingers Tochter Marianne geheiratet. In ihrem Abschiedsbrief an ihre Tochter hatte Rose Schlösinger geschrieben, ich zitiere, und sei froh, so oft du kannst. Jeder Tag ist kostbar. Es ist schade um jede Minute, die man traurig zugebracht hat. Zitat. Die traurigen Minuten, die Rose Schlösingers Mann durchlitten hat, sind ungezählt. Er hat sich im Februar 1943 an der Front das Leben genommen, nachdem er vom Todesurteil gegen seine Frau erfahren hatte. Die Überlebenden Elisabeth Schmitz und Margarete Sommer haben, wie viele andere Frauen, nach 1945 kein Wort über ihre Arbeit im Widerstand verloren. Aber es hat sie auch niemand um ihre Wortmeldung gebeten. Nicht nur die Täter haben nach dem Krieg geschwiegen, auch viele überlebende Opfer blieben lange stumm manchmal bis zu ihrem Tod. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist ein wichtiger Ort. Sie erinnert an die Verbrechen des Nationalsozialismus, ja. Aber sie legt auch Zeugnis ab für den Widerstand, der gegen ein verbrecherisches System geleistet wurde. Sie erinnert daran, was Menschen bereit sind zu tun und zu opfern, um andere Menschen zu retten, aber auch um die Menschlichkeit zu retten. Gedenkstätten sind deshalb nicht nur Stätten der Erinnerung, sie sind lebendige Orte der Demokratie und der Demokratiegeschichte. Orte, die in der Gegenwart immer wieder angegriffen und bedroht werden. Orte, die unsere Förderung und Unterstützung brauchen. Und genau das will die Aktualisierung des Gedenkstättenkonzepts leisten, das wir in Abstimmung mit den Verantwortlichen erarbeiten und hoffentlich bald vorlegen werden. Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind ein Kristallisationspunkt deutscher Geschichte, meiner Geschichte. Der Zivilisationsbruch, den sie bedeuteten, bestimmt unser Handeln bis in die Gegenwart. Und er wird selbstverständlich auch künftig im Zentrum deutscher Erinnerungskultur stehen. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, ist dafür von zentraler Bedeutung. Das gilt vor allem für die Wanderausstellung, die einzelne Frauen und ihre Widerstandshandlungen in den Mittelpunkt stellt. Dies können natürlich nur exemplarische Schicksale sein. Eine sehr wichtige Ergänzung dieser Ausstellung ist darum nicht nur der Katalog, sondern auch eine Website, die den Zugang zu weiteren Lebensgeschichten von widerständigen Frauen ermöglicht. Und hier, genau hier, kann die regionale und lokale Aufarbeitung ansetzen und kann weiterforschen, kann junge Menschen einladen, weiter zu forschen. In der Gedenkstätte Dachau wird das schon am kommenden Sonntag der Fall sein, wenn auf dem Gelände eine Ausstellung zu Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus eröffnet wird. Hinter dem Projekt der Website steht die beharrliche Arbeit eines fünfköpfigen Teams, das in den vergangenen 4 Jahren an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mehr als 5.500 Frauen namentlich recherchiert hat, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Deutschen Reich und im ausländischen Exil geleistet haben. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Tuchel, ich danke Ihren engagierten Kolleginnen ausdrücklich für die großartige Arbeit, die Sie hier vorgelegt haben. Ich wünsche dieser und noch folgenden Ausstellungen zu diesem wichtigen Thema viele, viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Danke. Danke, dass Sie uns Geschichten von mutigen Frauen eröffnen, Frauen, die Geschichte geschrieben haben, meine Heldinnen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Roth, liebe Claudia, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Tuchel, sehr geehrte Frau Dr. Lieske und nicht zuletzt sehr geehrte Angehörige von Widerstandskämpferinnen gegen das NS-Regime, namentlich Herr Dr. Hans Koppi sowie auch Herr John Sieber. Berlin war als Hauptstadt des Deutschen Reiches das Machtzentrum des Nationalsozialismus. Berlin war aber auch die Hauptstadt des Widerstandes gegen ihn. So formulierte es der Berliner regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe in seiner Rede am und zum 20. Juli 1978. Daraus sprach vor allem und zuerst ein politischer Anspruch, der die besondere Verantwortung des Landes Berlin für die Erinnerung an den Widerstand und gegen den Nationalsozialismus betonen sollte. Mehr noch, er wollte die gesellschaftliche Akzeptanz des Widerstandes in seiner ganzen weltanschaulichen Breite und sozialen Vielfalt erreichen. Ein hehres Ziel, ein in der Rückschau weitsichtiges wie notwendiges Ziel. Denn die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Widerstand war zu diesem Zeitpunkt, den späten 70er Jahren, noch eher spärlich. Heute, gut 45 Jahre später, hat sich diese Situation deutlich verbessert. Wir wissen, dass in der Stadt Berlin eine regimekritische Grundstimmung herrschte, die aber auch hier nicht dazu führte, dass die Mehrheit aktiv Widerstand leistete. Doch wenn es eine Form des Widerstandes gab, die es gerechtfertigt erscheinen lässt, von einer Hauptstadt des Widerstandes zu sprechen, dann waren es die vielfältigen Hilfen für verfolgte Jüdinnen und Juden. Nirgendwo in Deutschland gab es eine größere Bereitschaft, die Möglichkeiten der Großstadt zu nutzen, um Jüdinnen und Juden vor der Deportation zu schützen oder Untergetauchte zu unterstützen, ihr Leben zu retten. Die großstädtische Anonymität, die günstigen Versteckmöglichkeiten, wie zum Beispiel die weitläufigen Berliner Laubenkolonien und ein ausgedehnter Schwarzmarkt zur Lebensmittelbeschaffung, waren Besonderheiten der Millionenstadt, die günstige Rahmenbedingungen für ein Überleben im Untergrund schufen. Zwischen 1941 und der Befreiung vom NS-Terror 1945 tauchten in Deutschland schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Menschen unter, mehr als 5.000 davon in Berlin. Etwa einem Drittel dieser Menschen gelang es, so zu überleben. Auffallend war vor allem eines: Frauen waren unter den Helfenden wie Untergetauchten überrepräsentiert. Wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der männlichen Bevölkerung seit Kriegsbeginn zur Wehrmacht eingezogen war, erscheint diese Erkenntnis zunächst logisch und wenig erstaunlich. Andererseits musste die Abwesenheit von Männern ja aber keineswegs zwangsläufig dazu führen, dass Frauen untergetauchten Jüdinnen und Juden zur Seite standen. Ein Beispiel für ein Helferinnen- und Helfersnetzwerk aus Berlin ist die sogenannte Kaufmann-Gruppe aus dem Umfeld der Bekennenden Kirche. Schon 1940, als in Stettin die ersten Jüdinnen und Juden deportiert wurden, bildeten sich eine Gruppe von Frauen, die Pakete mit Lebensmitteln und Kleidung nach Polen schickten. Maßgeblich daran beteiligt war Helene Jacobs. Ich möchte etwas ausführlicher auf sie eingehen, als ein Beispiel, das hier stellvertretend ist für viele Frauen. Helene Jacobs wurde 1906 in Schneidemühl geboren und wuchs in einem protestantischen Elternhaus auf. Ab Mitte der 20er Jahre arbeitete sie als Sekretärin und wurde bald zur Büroleiterin befördert. Nachdem Helene Jacobs 1931 die Begabtenprüfung bestand, konnte sie in Berlin ohne Abitur Mathematik und Naturwissenschaften studieren. Nach 1933 weigerte sie sich, an nationalsozialistischen Pflichtveranstaltungen teilzunehmen und musste das Studium abbrechen. Schon dazu gehörte Mut und Courage. 1989 half sie ihrem ehemaligen Chef bei der Emigration. In der Dahlemer Bekenntnisgemeinde lernte Helene Jacobs den Juristen Dr. Franz Kaufmann kennen. Der evangelische Christ hatte 1936 aufgrund seiner jüdischen Abstammung seine Stelle als Oberregierungsrat verloren. Im Herbst 1941 bat er die Gemeindemitglieder darum, Jüdinnen und Juden zu verstecken. Wegen des großen Risikos waren nur wenige Mitglieder dazu bereit, vor allem Hildegard Schädler, Hildegard Jacobi, Gertrud Steven und Melanie Steinmetz sind hier neben Helene Jacobs zu nennen. Sie sehen, alles Frauen. Die Wohnung von Helene Jacobs in Berlin-Wilmersdorf wurde zur Kontaktstelle des sich nach und nach vergrößernden Helferkreises. Sie versteckte in ihrer Wohnung unter anderem 8 Monate lang den jüdischen Grafiker Chioma Schönhaus, der etwa 200 Untergetauchte mit lebensrettenden falschen Papieren versorgte. Im August 1943 wurde das Netzwerk verraten und Helene Jacobs vom Sondergericht Berlin zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Glücklicherweise blieb das tatsächliche Ausmaß ihrer Rettungsbemühungen unentdeckt. Wie gesagt, das ist ein Beispiel, das hier stellvertretend für viele dieser Rettungsbemühungen in Berlin steht. Doch wie würdigt das Land Berlin diese Menschen nach 1945? Wo hatten die Frauen, die Widerstand gegen den NS geleistet haben, ihren Platz in dieser Erinnerung, in unserer sich entwickelnden Erinnerungskultur? Das Land Berlin machte sich insgesamt früh um die Erinnerung an den Widerstand verdient. Die Gedenkstätte Plötzensee in der ehemaligen Hinrichtungsstätte im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee existiert bereits seit 1952. Seit 1953 erinnerte eine Statue im Ehrenhof des ehemaligen Oberkommandos des Heeres in der Bendlerstraße, heute Stauffenbergstraße, an den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Seit 1968 informierte hier eine kleine Dauerausstellung über den bürgerlich-militärischen Widerstand. Erst 1983 gab der damalige regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker den Auftrag, hier in der entstehenden Gedenkstätte Deutscher Widerstand umfassend an die politisch-weltanschauliche Vielfalt und soziale Breite des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus zu erinnern. Außerdem entstand in Berlin eine einzigartige Ehrungsinitiative des Berliner Senats. Der damalige Westberliner Innensenator Joachim Lipschitz rief 1958 eine Initiative ins Leben, in deren Verlauf bis 1966 insgesamt mehr als 740 Menschen als unbesungene Helden vom Berliner Senat geehrt und bei Bedürftigkeit finanziell unterstützt wurden. Sie hatten während der NS-Zeit Verfolgte unterstützt, versteckt und verpflegt, gerettet. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Jüdinnen und Juden. Diese Ehrungsinitiative war die erste öffentliche Würdigung für Helferinnen und Helfer von Verfolgten. Unter diesen mehr als 700 geehrten Menschen waren knapp 2/3 Frauen. Aus der Kaufmann-Gruppe wurden zum Beispiel 1958 Gertrud Steven und 1960 Helene Jacobs für ihre Hilfe für verfolgte Jüdinnen und Juden geehrt. Entsprachen die Umstände der Hilfe oder die Wahl ihrer Mittel allerdings weniger den gesellschaftlichen und moralischen Vorstellungen als in diesen Fällen, war die Anerkennung als unbesungene Heldin deutlich schwieriger. Die Ehrung von Hedwig Porschütz beispielsweise wurde von der zuständigen Behörde 1959 abgelehnt. Hedwig Porschütz war seit 1940 bei Otto Weid angestellt, dem Besitzer einer Bürstenfabrik am Hackischen Markt in Berlin-Mitte. Sie beteiligte sich an Otto Weids zahlreichen Hilfsaktionen für seine jüdischen Angestellten und versteckte in ihrer Wohnung von Januar bis Sommer 1943 die Zwillinge Marianne und Anneliese Bernstein. Als ehemalige Prostituierte habe sie allerdings laut zuständiger Behörde ein derartig niedriges sittliches und moralisches Niveau gezeigt, dass man eine Ehrung für ausgeschlossen hielt, obwohl die von ihr dadurch beschaffenen Lebensmittel und Papiere den von ihr Versteckten zugute kamen. Die Behörde berief sich bei ihrer Ablehnung auf die NS-Prozessakte, in der Porschütz als Prostituierte bezeichnet worden war. Hedwig Porschütz protestierte erfolglos zweimal gegen ihre Ablehnung. Ihr Schicksal wird heute im Museum Blindenwerkstatt Otto Weid in der Rosenthaler Straße dokumentiert. Auch in Berlin war es also ein langer Weg zur angemessenen Anerkennung der Frauen, die Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben. Überholte Geschlechterstereotype mussten abgelegt und geschlechterabhängige Handlungsspielräume berücksichtigt werden. Es war ein langer Weg und es ist leider zuweilen noch. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem vollständigen Bild von Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gehen wir heute mit der Eröffnung dieser Ausstellung. Und als der für Kultur zuständige Senator des Landes Berlin berührt es mich natürlich auch, dass so viele Schicksale der Berlinerinnen in der Ausstellung zu sehen sind. Ich möchte mich deshalb ganz besonders beim Team der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und allen an der Ausstellung Beteiligten ganz herzlich bedanken. An der Stelle Ihr Applaus, Herr Professor. Sie alle haben mit dieser Arbeit zu diesem Ergebnis beigetragen, das wir nachher in der Gedenkstätte und gemeinsam ansehen werden. Vielen Dank, dass Sie dieses Thema so hochhalten. Herzlichen Dank. In gewisser Art und Weise eine kleine Hommage auch an Bertolt Brecht und vor allen Dingen an Therese Giehse, über die Sie auch die Ausstellung informieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erst einmal, liebe Frau Roth, lieber Herr Senator Chialo, danke für Ihre Worte, für Ihre klaren und deutlichen Worte. Ihnen im Gesamtkontext des heutigen Abends eine kurze Information über den Stand des heutigen Wissens zum Widerstand von Frauen gegen den Nationalsozialismus zu geben, ist keine leichte Aufgabe. Ich will es aber versuchen, bitte aber schon jetzt um Entschuldigung, dass die folgende Darstellung eher eine Skizze als ein fertiges Bild sein wird. Das fertige Bild würde erheblich mehr Zeit beanspruchen. Es ist darauf hingewiesen worden, dass der Widerstand von Frauen gegen den Nationalsozialismus vielfältig und mutig gewesen ist, dass er aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Milieus kam, aber natürlich auch dort immer eine Haltung einer sehr kleinen Minderheit in Deutschland gewesen ist. Man muss wirklich darauf hinweisen, Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist in Deutschland nur von einer verzweifelt kleinen Minderheit geleistet worden. Diesen Widerstand von Frauen können wir aber heute, und das ist ein Zwischenergebnis unserer Arbeit, zumindest versuchen, zeitlich in mehrere Phasen einzuordnen. Dabei ist, und das ist auch schon in Ihrem Grußwort, Frau Roth, zum Ausdruck gekommen, im Zeitverlauf eine zunehmend aggressivere Reaktion des NS-Verfolgungsreparats auf Widerstandsaktivitäten von Männern und von Frauen festzustellen. Die erste Phase lässt sich grob in die Jahre 1933 bis 1939 einteilen, also in die Vorkriegszeit. Frauen, die sich schon vor 1933 mutig gegen den Nationalsozialismus gewandt haben, mussten aus Deutschland fliehen, ja, sie wurden aus Deutschland vertrieben. nicht etwa in ein luxuriöses Exil, sondern oftmals in Armut. Frauen, die sich als Gewerkschafterinnen, Sozialdemokratinnen oder Kommunistinnen engagierten, versuchten illegale Strukturen aufzubauen in diesen Jahren, alte Kontakte wiederherzustellen und durch Flugblätter und Mundpropaganda Formen von Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Ganz wichtig, nicht alles dem Goebbelschen Propagandaapparat zu überlassen. Sie wurden unnachsichtig verfolgt und in Gefängnissen, Zuchthäusern und Konzentrationslagern inhaftiert, wenn sie Widerstand leisteten. Unbekannte Widerstandsaktionen. Eine Widerstandsaktion, an der Hunderte von Frauen beteiligt waren, war die Verteilung des offenen Briefes der Zeugen Jehovas, der in mehreren 10.000 Exemplaren in ganz Deutschland heimlich gedruckt wurde und am 20. Juni 1937 in einer einzigen Aktion verteilt worden ist. Mehrere 10.000 Exemplare, mehrere hundert Frauen waren daran beteiligt, auch viele Männer. Aber dies ist nach unserer Kenntnis die größte politische Flugblattaktion im Deutschland der Vorkriegszeit gewesen. Wie sah es nun aus mit der Verfolgung des politischen Widerstandes von Frauen in dieser ersten Phase? Hinweise auf die brutalsten Formen der Verfolgung erhalten wir aus der Zahl der Todesurteile gegen Frauen aus politischen Gründen. Wir haben für die zentrale Richtstätte im Raum Berlin, das Strafgefängnis Plötzensee, das Sie, Herr Senator, erwähnt haben, insgesamt 334 vollstreckte Todesurteile gegen Frauen ermitteln können. Das ist bei 2.800 insgesamt Ermordeten etwas mehr als 10%. 216 Frauen wurden wegen politischer Delikte enthauptet. 152 davon waren deutsche Frauen. Allerdings entfallen auf den Zeitraum des Jahres 33 bis 39 nur 5 vollstreckte Todesurteile. Das bekannteste, Frau Staatsministerin, Sie haben es erwähnt, gegen die junge Kommunistin Lieselotte Herrmann. Aber alle diese 5 Todesurteile wurden mit dem Vorwurf des Landesverrats oder der Spionage begründet. Mit dem durch den deutschen Überfall auf Polen ausgelösten Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation grundlegend. Es wurde nicht nur das zentrale Frauenkonzentrationslager in Ravensbrück errichtet, sondern auch das Strafrecht erheblich verschärft. Kritik am Regime konnte jetzt als sogenannte Wehrkraftzersetzung bis hin zur Todesstrafe geahndet werden. Und zwischen 1940 und 1942 wurden in Plötzensee 18 Frauen aus politischen Gründen enthauptet, darunter 8 unter dem Vorwurf des Landesverrats. Absurd, denn es waren beispielsweise mit Marianne Baum, Hildegard Jadamowitz, Sala Kochmann und Irene Walter 4 Frauen aus den Gruppen um Herbert Baum und Joachim Franke dabei und im Dezember 1942 mit Mildred Harnack, Libertas Schulze-Beusen, Elisabeth Schumacher und Ilse Stöbe, 4 Frauen, die die Gestapo der sogenannten Roten Kapelle zurechnete. Aber im Jahre 1943 sollte sich die Situation noch einmal grundlegend verändern. Seit 1939, vor allem aber auch seit 1941 und dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, waren mehrere Millionen Männer, Sie haben es angesprochen, zur Wehrmacht eingezogen worden. Und halten Sie sich bitte vor Augen, dass während der Jahre 1939 bis 1945 insgesamt 18 Millionen Männer in der deutschen Wehrmacht dienten und wir mit über 3 Millionen toten deutschen Soldaten zu rechnen haben. Das heißt, diese Männer waren dem Produktionsprozess komplett entzogen, aber die Rüstungswirtschaft benötigte in großem Umfang Arbeitskräfte. Und wo holte man die her? Einmal wurden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus allen deutsch besetzten Ländern nach Deutschland deportiert. Das reichte jedoch nicht aus. Die Nationalsozialisten mussten radikal mit ihrer bisherigen Frauenpolitik brechen und Frauen verstärkt in den Arbeitsprozess integrieren, was wiederum den Frauen natürlich auch ein größeres Selbstbewusstsein gab und mehr Anteil überhaupt an einer öffentlichen Debatte, wenn man für die Zeit davon sprechen kann. Und die Parole „Frauen schaffen für den Sieg“, bis dahin undenkbar, finden Sie auf einem Propagandafoto auch in unserer Ausstellung. Die betroffenen Frauen waren davon nicht immer begeistert. Und in einem Geheimbericht des Chefs der Sicherheitspolizei heißt es schon am 28. Februar 1942, ich zitiere, aus den Berichten ist eindeutig zu entnehmen, dass die Missstimmung über die ungeregelten Verhältnisse bei der Frauenarbeit in ständigem Steigen begriffen ist. Diese wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass die werktätigen Frauen nicht nur die Last der Arbeit, sondern überdies auch noch alle daraus folgenden Nachteile in ihrer Lebensführung zu tragen haben, also Einkaufsschwierigkeiten, Kinderbetreuung und so weiter. Zitat Ende. Und Missstimmung konnte zur Regimekritik und damit auch zu widerständigem Verhalten führen. Das heißt, zwischen Januar 1943 und dem Kriegsende im April 1945 sind dann in Plötzensee fast 130 Frauen aus politischen Gründen hingerichtet worden. Das waren Frauen aus dem Widerstandsnetzwerk Rote Kapelle 1943, aus dem kommunistischen und dem sozialistischen Widerstand, denen häufig der Vorwurf der Vorbereitung des Hochverrats oder des Landesverrats gemacht wurde. Doch ab 1943 ging die größere Zahl der Todesurteile gegen Frauen wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung. Und hinter diesem Vorwurf der Wehrkraftzersetzung verbarg sich wirklich die gnadenlose Unterdrückung jeder Kritik am System. Und die nationalsozialistische Urteilspraxis wurde nach der Niederlage von Stalingrad im Januar 1943 noch härter. Es war jetzt nicht mehr nur der sogenannte Volksgerichtshof, sondern auch die Oberlandesgerichte wurden in vielen Fällen zur Aburteilung politisch widerständiger Handlungen verwahrt. Die NS-Führung wollte auf jeden Preis die Stabilität im Innern bewahren. Sie fürchtete jenen imaginären Dolchstoß der Heimat, der schon 1918 reine Propaganda gewesen war. Aber die Kritik, die hart verfolgt wurde, nahm, so wie weit wir das beurteilen können, von Monat zu. Aber bitte ziehen Sie daraus nicht den Fehlschluss, dass die Mehrheit der Deutschen auch zu dieser Zeit zur Kritik bereit gewesen wäre. Die Mehrheit vertraute bis in das Jahr 1945 auf die Vorsehung und auf Hitler. Es war immer auch zu dieser Zeit nur eine Minderheit. Aber neben den politischen Widerstandsaktionen finden wir diese Fälle sogenannter Wehrkraftzersetzung. Was verbarg sich dahinter? Der Sohn von Therese Brinkmeier wurde ab 1943 als Soldat an der Ostfront eingesetzt. In einem Brief forderte sie ihn im August auf, sich krank zu melden. Zudem schrieb sie an den Kommandeur der Einheit ihres Sohnes und forderte, den, Zitat, schon lange verlorenen Krieg zu beenden und, Zitat, die Gewehre umzudrehen. Eine verständliche Forderung. Hitler sei, Zitat, der Peiniger der deutschen Jugend und der Mörder des ganzen deutschen Volkes, Zitat Ende. Und wegen dieser Sätze wurde Therese Brinkmeier dann am 5. Juni 1944 wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt, da sie mit ihren Briefen, wie es im Urteil heißt, die Manneszucht in der deutschen Wehrmacht untergraben habe. Sie wurde am 27. Juli 1944 im Strafgefängnis Plötzensee enthauptet. Gerda Böhnke war eine geschiedene Mutter von 3 minderjährigen Kindern. Am Morgen des 21. Juli 1944 äußerte sie nach dem Attentat auf Hitler gegenüber Kolleginnen im Umkleideraum ihres Betriebes, Zitat, es sei schade, dass es den Hund nicht erwischt habe, denn dann wäre wenigstens der Krieg aus. Sie hätte bei Gelingen des Attentats sofort ihre Pulle Schnaps ausgesoffen. Zitat Ende. Wegen dieser Bemerkung wurde Frau Böhnke, Mutter von 3 Kindern, denunziert, vom sogenannten Volksgerichtshof am 25. Oktober 1944 wegen Landesverrats und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und 14 Tage später am 10. November 1944 in Berlin-Plötzensee enthauptet. Therese Kühner stellte als Angehörige der Zeugen Jehovas in den Kriegsjahren ihre Münchner Wohnung für Besprechungen zur Verfügung. Die Gestapo fand bei einer Hausdurchsuchung gegen eine Gruppe von Zeugen Jehovas einen Abzugsapparat und auch das Papier, das für den Abzug von Schriften der Zeugen Jehovas benötigt wurde. Vielleicht auch einige andere Kleinschriften zur Verbreitung des Glaubens. Therese Kühner wird schon im August 1943 festgenommen und wird dann, nachdem sie ein Jahr in Münchner Gefängnissen gesessen hat, am 23. August 1944 nach Berlin zum Volksgerichtshof überstellt und am 23. August wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Lagern eines Abzugsapparates, Lagern von Papier, Lagern einiger Schriften, mit denen sie ihren Glauben bekennen wurde. Am 6. Oktober 1944 wurde sie im Strafgefängnis Plötzensee enthauptet. Meine Damen und Herren, das sind 3 Beispiele von Frauen, die sich in ihrem Umfeld, in ihrem gesellschaftlichen Milieu Kritik am System äußern oder auch nur ihre weltanschauliche Ausrichtung schützen wollten. 3 Beispiele, die mit Todesurteilen endeten. Ich denke, dass wir mit dieser Periodisierung einmal die Vorkriegszeit, dann die Zeit nach 1939 und schließlich die Zeit des verstärkten gesellschaftlichen Unmuts, aber auch der damit einhergehenden Radikalisierung der Unrechtsjustiz ab 1943 in den nächsten Jahren die einzelnen Phasen und die einzelnen Verläufe des Widerstandes von Frauen in der nationalsozialistischen Diktatur noch besser analysieren und beschreiben können, als wir das jetzt können. Das war wirklich ein kurzer Überblick. Gibt es irgendwann bestimmt auch mal in längerer Form. Meine Damen und Herren, aus dem vom Bund geförderten Projekt sind die Ausstellung, die wir heute eröffnen, entstanden, eine Schriftenreihe und seit gestern, Herr Senator, Sie haben darauf hingewiesen, eine umfangreiche Webseite, die alle Inhalte zeigt. Im nächsten Jahr werden wir noch gemeinsam mit der Gedenkstätte Ravensbrück, und ich freue mich sehr, dass auch die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück, Andrea Gennest, heute bei uns ist, wir werden gemeinsam mit der Gedenkstätte Ravensbrück ein Teilprojekt über Frauen in der Haft verwirklichen und eine Reihe weiterer Biografien auch veröffentlichen. Kurze Form, lange Form, in der Schriftenreihe ist auch ein Buch über Rose Schlösinger erschienen. Da kann man es jetzt, auch ihr Schicksal, ebenso wie das von Liane Berkowitz, Elisabeth Schumacher, nachlesen. Und wir machen Angebote. Und es ist Ihre Zeit, die Sie für die Angebote nutzen können, nach dem jeweiligen Informationsbedürfnis, auch am heimischen Rechner. Aber wir sind in diesem Jahr auch ganz bewusst mit einer Aktion in den Stadtraum gegangen. Sie werden dies an Plakatwänden und nachher auch an der Fassade der Gedenkstätte sehen. Mein Dank gilt an dieser Stelle dem Deutschen Bundestag und der Staatsministerin, die in ihrem Haushalt die für das Projekt notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt haben. Mein herzlicher Dank geht an die Ausstellungsarchitektin Ursula Wilms, an Georg Engels und Michaela Gleinser vom Braun-Engels Gestaltung. Herzlichen Dank. Vor allem danke ich dem Kuratorinnen-Team und dem Redaktionsteam der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Dr. Dagmar Lieske, Silke Struck, Lydia Dollmann, Elisa Zenk, Caroline Rabe, Dr. Petra Behrens und Dr. Stefanie Steinbach. Ohne ihre wirklich unermüdliche Arbeit wäre die Ausstellung nicht das geworden, was wir Ihnen heute vorstellen können. Und mein Dank gilt natürlich auch an alle anderen Kolleginnen und Kollegen der Gedenkstätte, die uns vielfältig und geduldig unterstützt haben. Vielen Dank. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf jetzt meine Kollegin Dagmar Lieske ans Pult bitten. Vielen Dank. Ja, die dankbare Rolle der letzten Rednerin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich trotzdem sehr, heute hier zu stehen und Ihnen im Namen unseres Teams einen kleinen Einblick in unsere Arbeit der letzten 4 Jahre zu geben. Allen Widrigkeiten zum Trotz, mit denen wir vor allem am Anfang konfrontiert waren, weil wir mitten in der Corona-Pandemie begonnen haben und eigentlich erstmal einen Arbeitsmodus finden mussten, hauptsächlich digital, was im Rahmen eines Ausstellungsprojekts nicht ganz einfach ist, wie Sie sich vorstellen können, sind wir jetzt trotzdem hier und können Ihnen heute ein paar Ergebnisse präsentieren. Unsere Ausstellung, die den Titel Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus trägt, die dazugehörige Medienstation und die schon erwähnte Website. Letztere erhalten mehr als 300 zusätzliche Biografien von Frauen aus dem Widerstand, denn wie Sie erahnen können, mussten wir für die Ausstellung natürlich eine kleinere Auswahl treffen. Wie haben wir uns diesem Thema angenähert? Unser Leitgedanke in dem Projekt war, Frauen nicht einfach als Kollektiv zu betrachten. Denn schließlich haben Frauen nicht allein aufgrund ihres Geschlechts automatisch dieselbe Geschichte. Unter allen Frauen waren, ich zitiere, im Nationalsozialismus die Unterschiede so extrem wie die zwischen Leben und Tod, schreibt die Historikerin Gisela Bock treffend. Diese Grundannahme im Kopf wollten wir aber gleichzeitig genderspezifische Aspekte berücksichtigen, Also Dinge, mit denen wiederum Frauen vor allem konfrontiert waren im Widerstand, eben weil sie Frauen waren. Wir haben deshalb danach gefragt, mit welchen Bedingungen, aber auch Gefahren sich die Frauen auseinandersetzen mussten, die sich gegen das nationalsozialistische Regime auflehnten. An welchem Punkt ihres Lebens entschied sich eine Frau, Widerstand zu leisten? Und unter welchen Voraussetzungen handelte sie? Und inwiefern unterschieden sich diese dann eben doch in einigen Punkten von denen der Männer, die Widerstand leisteten? Und welche vielleicht auch spezifischen Risiken gingen die Frauen dabei ein? Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, und das ist vielleicht heute auch schon mehrfach deutlich geworden, arbeitet mit einem integrativen Widerstandsbegriff. Also das heißt, Widerstand umfasst sämtliche Handlungen, die darauf ausgerichtet waren, dem nationalsozialistischen Regime zu schaden. Dazu zählen also etwa das Verfassen oder Verbreiten von Schriften, die Mitarbeit in verbotenen Parteien und Organisationen, aber eben auch die individuell geäußerte Kritik oder die Hilfe für jüdische Verfolgte, die eben auch schon mehrfach erwähnt wurde heute. Mit unseren Ergebnissen, Forschungsergebnissen von dem Projekt können wir hier anknüpfen. Denn eine grundlegende Erkenntnis aus der intensiven jahrelangen Quellenrecherche ist, dass der Widerstand von Frauen sich weder auf eine politische Strömung noch auf eine bestimmte Rolle oder auf einzelne Handlungen beschränken lässt. Im Gegenteil, wir können eigentlich sagen, Frauen waren in nahezu allen Gruppen und Bereichen vertreten, in denen auch die Männer Widerstand leisteten. Sie beteiligten sich, wie Erika von Tresko, an dem Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 oder leisteten, wie Irma Götze, Unterstützung für die Republik im Spanischen Bürgerkrieg. Frauen bauten wie Judith Auer und Ilse Grubitz heimlich verbotene und zerschlagene politische Strukturen wieder auf. Oder sie lehnten sich wie die Zeugin Jehovas Martha Neufer aus religiösen Gründen gegen das Regime auf. Sie halfen wie Gertrud Luckner und Lisa Fitko jüdischen und anderen Verfolgten bei der Flucht. Dies sind einige Beispiele, denen Sie in unserer Ausstellung begegnen werden. Ziel unserer Ausstellung ist es, eine möglichst große Bandbreite von Widerstandshandlungen und weltanschaulichen Orientierungen darzustellen. Gleichzeitig können wir natürlich keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Dafür reichten weder Platz noch Raum aus. Sie werden also erahnen, wie ich vorher schon sagte, von den über 5.500 Frauen, die heute schon erwähnt wurden, die wir im Rahmen des Projektes ermittelt haben, mussten wir eine Auswahl treffen. Und Sie werden nun also 32 Frauen in der Ausstellung vorfinden, die Ihnen genauer vorgestellt werden. Ergänzend können Sie aber in der Medienstation und auf der Website noch weitere Biografien nachlesen und recherchieren. Und da werden auch noch welche dazukommen. Die Biografien und Handlungen, die Eingang in die Ausstellung gefunden haben, illustrieren die persönlichen Hintergründe, Lebenssituationen und politischen Spektren von sehr unterschiedlichen Frauen. Wir folgen damit der Prämisse, Individuen und ihre Handlungsspielräume in den Vordergrund zu stellen. Hier finden auch genderspezifische Aspekte Berücksichtigung. So thematisieren wir am Beispiel von Marianne Kirschner die Situation einer schwangeren Frau in Haft sowie geschlechtsspezifische Zuschreibungen vor Gericht. Denn Marianne Kirschner wurde wegen kritischen Äußerungen und ihren Beziehungen zu tschechischen Kollegen in einem Rüstungsbetrieb vor dem sogenannten Volksgerichtshof verurteilt. Sie wurde hochschwanger inhaftiert und verlor ihr Kind in Haft, wenige Wochen nach der Geburt. Mit der Integration dieser Themen in die einzelnen Biografien wird vermieden, Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts auf bestimmte Themen festzulegen. Vielmehr ging es uns darum, individuelle Ausgangspunkte, Risiken oder Dilemmata in den Mittelpunkt zu stellen. 4 grundlegende Einführungstexte, die in der Ausstellung nicht explizit einzelnen Frauen zugeordnet sind, erläutern allgemeinere Rahmenbedingungen. Hier werden das nationalsozialistische Frauenbild und die nationalsozialistische Frauenpolitik umrissen, sowie die Verfolgung von Frauen dargestellt. Auf diese Weise, hoffen wir jedenfalls, haben Sie als Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die gezeigten Biografien in den historischen Kontext einzuordnen und dort zu verorten. So, Sie haben es fast geschafft. Ich hoffe, ich konnte mit meiner kleinen Einführung in unsere Ausstellung Ihre Neugierde wecken. Caroline Rabe, Silke Struck und ich stehen Ihnen heute und die anderen beiden Kolleginnen auch noch an weiteren Terminen zur Verfügung für Fragen, für Anregungen. Sie können dem Veranstaltungsprogramm auch entnehmen, dass wir noch einige Kuratorinnenführungen anbieten werden. Da sind Sie natürlich herzlich eingeladen, vorbeizukommen und teilzunehmen. Ja, ich möchte mich auch noch mal ganz am Ende ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen aus der Gedenkstätte Deutscher Widerstand bedanken, die uns wirklich sehr intensiv unterstützt haben bei unserem Projekt, bei unseren Recherchen, immer zur Seite standen, immer bereit waren, uns zu helfen. Also ganz herzlichen Dank auch dafür, denn ansonsten hätten wir es als Team wahrscheinlich auch nicht geschafft. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen weiteren angenehmen Verlauf des Abends. Vielen Dank, Frau Heinsius, Herr Ranf, für die schöne Musik, für die versöhnliche Musik, nachdem wir heute Abend sehr viel über Gewalt auch gesprochen haben. Diejenigen, über die wir heute gesprochen haben, hätten gerne eine friedliche Welt gehabt. Sie haben sich eingesetzt für eine Welt ohne Krieg und ohne Gewalt. Das waren ihre Ziele. Meine Damen und Herren, Sie sind jetzt mit den Einschränkungen, die ich vorher genannt habe, herzlich eingeladen, sich die Ausstellung heute oder an anderen Tagen anzulassen. Ich habe nur die eine Bitte, lassen Sie denjenigen, mit denen wir jetzt kurz die Ausstellung uns ansehen wollen, geben Sie uns ein paar Minuten Vorsprung und trödeln Sie ein wenig auf dem Weg in die Stauffenbergstraße. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren und einen schönen Abend.